Moinsen und herzlich willkommen zur Übung Nummer 9. Wir machen das diese Woche zweigeteilt. Erstmal gibt es die Hausaufgabe Nummer 9 für die Informatiker. Da gibt es nicht so extrem viel zu erzählen. Die Fragen kommen da wahrscheinlich erst beim Bearbeiten. Und in einem separaten Video, was jetzt dann danach kommt, wo ihr sich sicherlich schon auf YouTube hinspringen könnt, gibt es die Vorstellung von dem Projekt für die Mechatroniker. Und weil es irgendwie gar nicht so viel hierzu zu sagen gibt bei den Informatikern zur Hausaufgabe 9, jedenfalls keine großen neuen Konzepte oder irgendwie sowas, sondern same of the old stuff, gehen wir auch direkt los. Wie ihr seht, hier gibt es gar nicht mehr Folien. Und wir schauen uns mal an, was wir uns da überlegt haben. Homework Nummer 9. So, groß genug. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Ja, passt. Ich brauche irgendein Feedback. Passt das? Groß genug? Daumen hoch. Ja, sehr schön, wunderbar. Also, Hausaufgabe Nummer 9. Es gibt ein neues Repository. Damit gibt es auch eine neue Anwendung. Und zwar einen Chat. Eine kleine Besonderheit, was die Bewertung angeht. Das seht ihr gleich auch nochmal auf dem Aufgabenblatt selbst. Es stehen keine expliziten Punkte dabei. Heißt also, was ihr in dieser Hausaufgabe programmiert, sollte am Ende auf jeden Fall funktionieren. Das ist so mehr oder minder, entweder es funktioniert oder es funktioniert gar nicht. Wir haben auch ein paar Fehlerfälle betrachtet. Das heißt, wenn nur irgendwelche Kleinigkeiten, wenn meine Ausgabe nicht richtig funktioniert hat, dann ist das kein Weltuntergang. Dann bekommt ihr immer noch genügend Punkte und habt kein NB. Aber das ist halt jetzt der Startpunkt für auch die nächsten beiden Hausaufgaben, für diesen Chat, den wir bauen werden. Das heißt, es ist Grundlage. Ihr müsst diese Hausaufgabe machen und am Ende muss es auch irgendwie diese Anwendung funktionieren, um darauf weiter aufbauen zu können. Deswegen bearbeitet alles und bearbeitet es gewissenhaft. Das ist für die nächsten beiden Hausaufgaben auch noch wichtig. Wir scrollen mal ein bisschen durch. Ihr kriegt ein neues Projekt. Das wird dann eine Client-Applikation werden. Und wir haben noch mal ein bisschen aufgefasst, was die Grundstruktur von einem Projekt sein sollte. Also eigentlich all das, was wir in den letzten Hausaufgaben schon beigebracht oder was ihr auch schon gemacht habt. Das heißt, es gibt weiterhin das MVC-Pattern, es gibt weiterhin einen Service, in dem die ganze Logik drin sein soll. Es wird wie immer über eine Main-Klasse gestartet, diese App, und so weiter und so fort. Und es gibt auch ein Datenmodell, das haben wir vorgegeben. Das ist gar nicht so groß. Es gibt User, die haben einen Nickname. Es gibt Topics, okay, mit einem Titel. Und dann gibt es eine Message, beziehungsweise es wird natürlich nachher mehrere Messages geben. Da gibt es einmal den Body, was einfach ein ganz normaler String ist, und einen Timestamp. Das ist hier schon explizit aufgeschrieben als java.time.instant. Wie das geht, beziehungsweise wie das funktioniert. Und ja, es ist mit FULIP umsetzbar im GAN-Model. Ich habe das gestern nochmal ausprobiert, zeige ich euch gleich. Wir gehen aber erst nochmal ein Stückchen weiter durch. Ach, guck mal, hier steht ja auch, die neue Anwendung heißt NoPM. Das heißt No Personal Message. Wir werden einfach einen globalen Chat schreiben, der über einzelne Topics, je nachdem, ob die euch interessieren oder nicht, läuft. Das ist eigentlich auch schon die große Vorbereitung, beziehungsweise die grundlegenden Strukturen, die wir euch auferlegen. Und dann geht es auch schon weiter zur Oberfläche. Es soll einen Login geben, wo ihr auch dieses Wireframe wieder als Startpunkt nehmen könnt. Ihr könnt euch natürlich auch wieder ein bisschen was selbst ausdenken. Da lassen wir euch jetzt auch schon deutlich mehr Freiheiten, weil das später im Projekt auch bei euch so sein wird. Da erhaltet ihr sehr viele Freiheiten, müsst euch also selbst strukturieren, müsst euch selbst überlegen, was brauche ich denn in meiner Anwendung, was muss da drinne sein? Ist es vielleicht so besser, dann ist es auch benutzbar? Muss ich es später nochmal umbauen, weil so manche View-Elemente nicht richtig funktionieren? Das ist alles so ein Standard, den ihr nach und nach beim Programmieren und besonders als Programmierer, als Softwareentwickler lernen sollt. Deswegen fangen wir jetzt an, euch immer ein bisschen weniger strikte Vorgaben zu geben und euch mehr Freiheiten zu lassen. Es gibt also diesen Login, da ist nochmal spezifiziert, welche Sachen braucht es auf jeden Fall. Ihr könnt die Sachen dann halt erweitern, ne? Aber es braucht auf jeden Fall einen Login-Button. Es braucht auf jeden Fall ein Textfeld, in dem der User seinen Nickname angeben kann. Und ab da könnt ihr euch einfach
wild kreativ auslassen. Ja, der nächste Bildschirm ist der Chat. Der sieht tatsächlich auch recht simpel aus. Es gibt einen Logout-Button. Man kann das wie in jedem anderen Messenger, man kann hier unten dann theoretisch Nachrichten schreiben. Mit einem Senden könnt ihr es abschicken. Und hier sieht man in dieser Tab-View, in den einzelnen Tabs, die Topics. Das heißt also, es gibt irgendwie ein Gaming-Topic, es gibt ein Homework-Topic, es gibt ein Social-Topic. Die Topics, ich weiß gar nicht, ob wir die im Endeffekt festlegen werden, was das für welche sind. Wissen wir noch nicht, okay. Aber es gibt auf jeden Fall Topics und darin werden Nachrichten geschickt. Wir haben jetzt mal hier so ein Beispiel mit reingemacht, wie das aussehen könnte, / sollte. Es gibt also Personen, die können halt einfach schreiben. So, hier ist aus dieser Message der Body drin. Das ist einfach nur Text, den ihr beliebig anzeigen könnt. Darunter ist ein Timestamp. Da kommen wir jetzt gleich dann nochmal zu, wie man den generiert, beziehungsweise wie man sich den holt in Java. Und der Nickname des Users. Wie in WhatsApp, Telegram, frag mich nicht, was sonst noch alles an Messengern existiert. Ich glaube, Discord ist es im Endeffekt genauso. Ist immer diese Unterscheidung zwischen links sind meistens bündig immer die Nachrichten von anderen Personen und rechts werden die eigenen Nachrichten angezeigt, die man geschrieben hat. Das ist hier auch nochmal ein bisschen spezifiziert. Ja, es gibt eine App, FXML. Da ist eben diese Tab-Pane im Allgemeinen drin und soll da befüllt werden. Und dieser Logout-Button. Und dann gibt es für, ja, das wird jetzt sozusagen schon wieder ein Sub-Controller werden, vermutlich. Sagen wir mal. Diese Chat-FXML und den Chat-Controller. Entsprechend, das, was hier drin ist, kommt also in einen Chat-Controller rein. Das ist also abseits von dem darüberliegenden Controller drin. Ja, was es da dann alles geben muss, habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Man hat diese Messagebox, man hat ein Textfeld, das man irgendwie befüllt. Und den Senden-Button, genau. Oho, dann gibt es auch noch die Message-FXML. Und hier steht dann auch noch mal explizit mit drin, die Sprechblase der Nachricht, bla 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 bla, zum Beispiel Textflow. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr das umsetzt. Aber, deswegen habe ich eben gerade gesagt, wie es aussehen könnte, / sollte, diese Sprachblasen, diese Bubbles, die sollten dann schon mit zu sehen sein. Wenn da Fragen sind, wie immer, im Discord dann nachher, wie man das dann umsetzen könnte, da können wir dann zur Not auch nochmal Hilfestellung geben. Ja, den Text soll angezeigt werden, genau, und dann halt Zeitstempel, also Timestamp und der Name des Absenders. Das ist erstmal nur das UI. Das klingt jetzt auch alles erstmal echt viel, geht aber im Endeffekt oder sollte es recht fix gehen. Ihr habt es jetzt ja schon einmal durchexerziert. Bei der Funktionalität wird in dieser Hausaufgabe, ne, am Dienstag in der Vorlesung hat Adrian schon angefangen, über HTTP und REST zu sprechen. Das lassen wir jetzt erstmal bei dieser Hausaufgabe raus. Das heißt, hier geht es wirklich nur darum, die Basisstruktur dieser Applikation aufzubauen. Nächste Woche kriegt ihr dann oder sollt ihr dann REST implementieren und die Woche darauf WebSockets. Also einmal REST-synchrone Kommunikation und WebSockets-asynchrone Kommunikation. Was genau das dann bedeutet und wie das sich unterscheidet, das kommt in den nächsten Wochen noch mit dabei. Hier machen wir jetzt wirklich erstmal diese Woche nur die Vorbereitung. Hier steht im Endeffekt drin, was die einzelnen Buttons machen sollen. Da passiert tatsächlich noch gar nicht so viel. Der Login-Button soll einfach auch auf der Konsole zum Beispiel ausgeben, welcher User loggt sich gerade ein. Das heißt, dieser Nickname in den Klammern wird natürlich wieder ersetzt durch den Inhalt, den ihr in dem Textfeld eingegeben habt und die Szene wechseln zum App-Controller. In der App, gleiches Spielchen wieder mit dem Logout-Button, soll auch einmal auf der Konsole ausgegeben werden und wieder zurückwechseln. Und dort sollen dann auch Chat-Controller für die einzelnen Tabs angelegt werden. Wie viele Tabs und gleichzeitig Topics ihr erstellt, initial ist erstmal euch überlassen. Das wird dann nach und nach nochmal abgeändert. Aber so grundlegend sollten, ich sage mal, mindestens 2 Stück da sein. Damit man auch mal dazwischen wechseln kann und schauen kann, aha, funktioniert. Für den Chat, ja, gibt es neue Nachrichten, die ihr dann halt schreiben können müsst. Steht auch nochmal genauer beschrieben, wie das untereinander ablaufen soll mit den Subcontrollern.
Und dann kommt die Message. Eben gerade stand es auch schon mit drin. Absender und Zeitstempel sollen mit dabei stehen. Gut, hier steht schon, der Zeitstempel kann mit folgendem Code als Uhrzeit dargestellt werden. Ich gehe nochmal gerade den Rest durch, weil es tatsächlich jetzt nicht mehr viel kommt und dann mache ich es einmal fix vor. Aber der Code ist ja schon vorgegeben. Ja, Fenstertitel, guckt euch die Wireframes an, das gleiche wie beim letzten Mal auch. Und dann gibt es natürlich einen großen Test. Das soll im Endeffekt ein GUI-Test werden, der einmal diese ganzen Buttons klickt, einmal eine Nachricht verschickt und dann ist die Sache auch dadurch. Natürlich, ne, wie immer, schön mit Asserts prüfen, ob das auch macht, was es soll. Dann ist das Ding auch schon dadurch. Das war es schon auf diesem Blatt. Und jetzt scrolle ich mal wieder ganz nach oben. Ich habe mir das... Nein, ich hätte es mit einem mittleren Mausklick machen sollen. Ich habe mir das auch schon selbst angelegt. Hier gehe ich wieder zurück. So, hier habe ich schon irgendwelche Dinge getan. Deswegen springen wir mal hier weg und ich zeige euch die Ordnerstruktur, die wir euch sozusagen vorgegeben haben. Das ist NoPM. Ja, genau, ist richtig. Das ist tatsächlich genau das Gleiche, was wir euch auch schon bei Hausaufgabe 4 als Template gegeben haben. Das heißt, ihr habt ein fertiges Gradle-Projekt. Da habt ihr schon die GenModel-Klasse im richtigen Package drin rumfliegen. Wir haben schon mal die Packages angelegt für die Tests. Apropos, das habe ich beim letzten Mal gesehen, das fällt mir noch gerade ein. Sobald ihr in diesem Package DE Uni Kassel PMWS2223.NoPM eine Datei reinpackt, also einen Test, könnt ihr diese .gitkeep-Datei gerne rauslöschen. Die ist nur dafür da, dass Git diese Ordner trackt und euch auch sozusagen schon bereitstellt. Ist nicht schlimm, wenn die weiter drinnen bleiben, aber räumt einfach das Repository nochmal ein bisschen auf. Im Main gibt es wie immer diesen Szenariosordner, den man eigentlich gar nicht braucht, den könnt ihr direkt wieder aus dem Kopf streichen, aber es ist wichtig, dass der da ist. Im Resources haben wir euch noch kein Package angelegt, das könnt ihr dann selbst machen, aber in Java haben wir ein bisschen mehr drin. Wir haben wieder die Constants da drin. Wir haben das Service-Package schon mal angelegt, das Model-Package wird automatisch generiert und Controller-Package. Das heißt also, die Package- und Ordnerstruktur ist sozusagen schon gegeben. Da sollten dann, gehe ich mal ganz davon aus, wenige Fehler nur passieren. So, was möchte ich euch jetzt aber zeigen? Das mit diesem Timestamp und dem java.time.instant. Ich gehe dafür mal in die Gen-Model. So, und wir erstellen uns einfach mal irgendeine lustige Klasse, ich nenne es jetzt Testerino, einfach weil das ja mein Standardding ist, anstatt nur Test zu schreiben oder irgendeinen anderen, fast schon sinnfreien Text. Und ich tippe jetzt mal ein Instant. Ihr braucht dafür keine Dependency, keine extra Dependency, die ihr in Build-Gradle eintragen müsst, das wird euch schon von Java mitgeliefert. So, und das nenne ich jetzt auch einfach mal Timestamp, weil im Endeffekt genau das soll es nachher werden. So, dann machen wir jetzt wie hier wieder mm.have-nested-classes, genmodel.class. Und dann lassen wir das einmal gerade laufen. Im Endeffekt zeige ich euch das gerade nur, damit ihr auch seht, ah, okay, es geht auch, anstatt nur String oder sonst irgendwas oder eine Liste einzutragen, kann man hier auch Instant eintragen und Fulip bekommt das auf die Reihe. Er stellt diese Testerino-Klasse und hat hier Instant Timestamp mit drin und das funktioniert alles direkt. Top. Das kurz dazu. Ja, ich schmeiß hier einfach mal gerade auch nochmal irgendeine Klasse mit rein. Das nennen wir jetzt auch mal, naja, nicht das Testerino, ist ja irgendwie doof. Übung. Exercise. Na, jetzt nervt auch nicht. Nein, ich möchte das noch nicht adden, danke. Was will ich hier ganz kurz drin machen? Eigentlich nicht viel. Ich schreibe jetzt einfach mal das ab, was auf dem Aufgabenblatt steht. Das würde ich einfach einmal kurz zeigen, dass da nicht nochmal irgendwelche Fragen kommen. Es gibt diesen Date-Time-Formatter, was diese Sachen machen, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ist jetzt für uns nicht so schlimm, wenn ihr es nicht auswendig kennt. Das wird nicht abgefragt in irgendeiner Art und Weise. Was das im Endeffekt macht, ist, euch bereitzustellen oder euch zu zeigen, okay, wie sieht denn so ein Instant, so ein Timestamp eigentlich aus? Aber wer will das schon sekundengenau haben?
Also ja, will man vielleicht in manchen Anwendungen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Stunden und Minuten. Ja, komm, wir machen einfach mal gerade eine Main-Klasse. Main-String. Oh Gottes Willen. Tastatur, lange nichts mehr gemacht. Args. Und hier machen wir nichts anderes, als jetzt gerade nochmal so ein Instant zu erstellen. Timestamp, ja, bitte importiere das. Ah, ich habe mir die Shortcuts nicht installiert, weil ich nicht wusste, wie die Extension heißt. Tut mir leid, das machen wir immer nochmal besser. Beziehungsweise Adrian hat es ja bei sich eingerichtet. So, und jetzt könnte man sich fragen, ja, wie funktioniert denn das mit dem Instant? Wie kriegt man da denn jetzt irgendwie eine Zeit raus? Entweder man googelt mal kurz nach, einfach java.time.instant, dann bekommt man direkt die Doku, kann sich da ein bisschen durchforsten. Oder wenn man sich überlegt, keine Ahnung, vielleicht habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit Programmieren. Wir können einfach mal Instant eintragen, machen mal einen Punkt und fragen und oder schauen uns an, was macht denn die IDE damit? Now. Einfach die jetzige Zeit. Das klingt doch nach etwas, was für einen Timestamp ziemlich sinnvoll ist. Und bevor wir diese Formatierung reinpacken, gebe ich das einfach mal out. Aus. Out. Dankeschön, Kopf. So, Timestamp. Füllen wir mal aus und schauen, was uns auf der Konsole ausgegeben wird. Viel Kram und wunderschön. Ein Timestamp. 2023, ja genau, heute ist der 20.01.2023. Und eigentlich haben wir gerade 14.19 Uhr. Hier haben wir 13.18 Uhr und 52, schlag mich tot. Ja, Zeitzonen. Unangenehme Nummer. Wir haben hier so ein Zeitoffset von einer Stunde. Auch das wird uns glücklicherweise von Java bzw. von dem Code, den Adrian schon vorbereitet hat, abgenommen. Deswegen schreibe ich es einmal in Formatted Time. Und hier steht der Rest drin, den er da hatte. Timestamp.toZone. Das ist dann natürlich unsere. Habe ich das richtig geschrieben? Doch. AddZone. Ah, siehst du, lesen muss man können. Ich hoffe, ihr schreibt das besser ab als ich. Dann habt ihr auch keine Fragen. Irgendwie Zone-ID. Wir nehmen mal das System Default. Das ist bei mir natürlich jetzt, ne? Wir sind in Deutschland. Mein Rechner ist entsprechend auch auf Deutsch eingestellt. Das heißt, wir nehmen die Zeitzone, die hier gerade aktuell ist. Punkt, Format. Und dafür haben wir hier oben, ich mache das mal gerade wieder ein bisschen kleiner, geh weg, dieses Time-Format angelegt. Das können wir jetzt also da einfach benutzen. Zack. Macht einfach die Zeile noch mal ein bisschen kleiner. So. Das geben wir jetzt einfach nochmal aus. Formatted Time. Und schauen mal, wie sich das jetzt voneinander unterscheidet. Man sieht, wir haben jetzt schon die richtige Uhrzeit, 14.20 Uhr. Warte kurz. Zack. Jetzt kann man das hier unten prinzipiell auch sehen. Hier ist auch 14.20 Uhr. Also mit dem Formatieren und dem, ja, bitte benutzt jetzt das System Default, benutzt die Zeitzone, die hier gerade bei dem Rechner eingestellt ist, funktioniert es auch direkt. Ja, bitte. Ach so, ja, können wir machen. Adrian sagt gerade richtigerweise, wir können das Format ja auch einfach mal weglassen. Warum mache ich es mir eigentlich so schwierig? Komm, was soll der Geiz? Wir schmeißen es einfach weg. Ist uns vollkommen egal. Ach, guck mal, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich, ja, machen wir hier einfach mal ein ToString und schauen mal, was passiert. Füllen wir nochmal aus. Ja, ist ja gut. Ja, ich hätte das mit, ich habe mir hier noch was anderes installiert. Ach, guck mal, Umschalt plus F10. Ist eigentlich Ausführen von dem gleichen, was man gerade die ganze Zeit hatte. Ich benutze viel zu wenig Shortcuts. Deswegen habe ich mir mal ein Plugin installiert, was mir sagt, ah, guck mal, die Klicks kannst du dir sparen, machst du einfach mit dem Shortcut. Kann man nur empfehlen. Hui. So. Okay, jetzt haben wir die beiden Sachen untereinander. Einmal komplett ohne irgendwie Time, Offset, bla, bli, blub, was auch immer. Ohne dieses AddZone. Und darunter einmal damit. Wir sehen schon, hier ist diese eine Stunde Offset, der hier hinten auch nochmal eingetragen ist. Denn Europe, Berlin. Ja, passt. Zeitzone stimmt überein. Mit diesen Zeitzonen und, ach Gott, dem ganzen Kram werdet ihr später nochmal ganz viel Spaß haben. Wenn ihr in die Webentwicklung zum Beispiel geht, wird das schmerzvoll. Aber alles bewältigbar, alles mit Libraries lösbar. So. Ja,
Das war eigentlich, was ich zeigen wollte. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie das mit dem Instant funktioniert, dass ihr da nicht nochmal groß in irgendwelche Fragen reinläuft. Falls ihr nochmal genauer wissen wollt, was gibt uns denn Instant, was hat das denn noch alles, da verweise ich liebend gerne auf die Doku. Oder man kann ja auch hier einfach mal gerade drüber hovern. Das kann wirklich, wirklich viel. Deswegen will ich es euch eigentlich gar nicht nochmal vorbeten. Das kann man sich am besten nochmal selbst durchlesen. Und damit ist es das tatsächlich auch schon für die Hausaufgabe 9. Viel mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu erzählen, weil einfach alles andere schon auf dem basiert, was ihr bereits gemacht habt. Ich warte jetzt erst noch mal kurz, ob irgendwelche Fragen kommen von den Informatikern, gerne auch sonst von den Mechatronikern. Apropos, wenn ihr Mechatroniker Bock habt, das auch zu machen, also natürlich, ne, nachdem ihr euer Projekt dann gemacht habt, damit ihr da nicht irgendwie Zeit reinsteckt, was ihr eigentlich fürs Projekt nutzen könntet, macht's gerne. Macht's auch gerne über unseren Classroom. Und wenn ihr irgendwie da Feedback zu haben wollt oder sowas, dann könnt ihr mir einfach mal schreiben, falls ihr da ein bisschen Lust am Programmieren bekommen habt mit diesem Chat. Jetzt habe ich noch ein bisschen rüber geredet über die Wartezeit, falls jemand getippt hat. Aber sieht nicht so aus, als wären dazu noch irgendwelche Fragen da. Gut, ja. Dann mache ich hier die Übung zu Ende für die Informatiker und wir springen gleich in das nächste Video über und wünsche euch erstmal damit ganz viel Spaß und wir sehen uns spätestens entweder jetzt gleich nochmal im Discord, wenn die Übung vorbei ist, oder am Dienstag zum Tutorium. Bis dann!